So, hallo zusammen. Ich habe es geschafft, ein nächstes Abenteuer zu bestehen. Und zwar ein Auto mieten in Vitoria. Ich bin extra an den Flughafen gegangen. Ich denke, das sei dort ein bisschen international organisiert. Ich habe eine Stunde lang im Hotel am Computer alles vorbereitet und bestellt und gebucht. Und komme dann an den Airport und dort spricht kein Mensch ein Wort Englisch. Das zweite ist gar nicht rausgekommen mit dem Zettel, den ich dann auf dem Handy hatte, zum weitermachen. Dann hat er gesagt, hat er jemanden angerufen. Dann hat er mir das Telefon gegeben, deshalb hätte ich ein bisschen Englisch können. Hat mir dann erklärt, ich müsse gar nicht am Flughafen, sondern im Flughafen in Jötelbus und dann ein bisschen außerhalb vom Flughafen zu der Autovermietung gebracht werden. Dort angekommen. Wiederum niemand ein Wort Englisch. Auch die Unterlagen und der Vertrag aus dem Internet hat niemand interessiert. Und es ist echt mühsam. Wirklich, sie verstehen nicht einmal 3-4 Wörter Englisch, sondern null, nada. Und nach gut 90 Minuten hatte ich dann endlich ein Auto. Nicht ganz das, was ich bestellt habe, aber immerhin ein relativ sauberes und fast neuwertiges Auto. Und bin jetzt an der Testfahrt mit dem Navi, weil das Navi, das ich bestellt habe, natürlich auch nicht bekommen. Und jetzt tue ich mit dem Handy navigieren über Google Map. Und das war jetzt Sonntagmorgen gewesen. Und jetzt am Nachmittag muss man schauen, vielleicht kommt noch der Kollege mit zum kleinen ersten Ausfährtli, aber immer noch so als Test. Und morgen planen wir dann einen Tagesausflug ins Hinterland von Vitoria. So viel für den Moment. Und das meiste kann man ja dann im Blog nachlesen bei mir oder ich mache nochmal ein Video-Message dann. Bis später. Drücken. Hast du nicht den Rollknopf gedrückt? Ja, und zoomen. Sag ich mir, sag etwas. Ja, willkommen, Dominos Martins. Dann kannst du trotzdem auf die Straße schauen. Also, wenn ich Ihnen noch mal etwas empfehlen kann, dann ist eine Fahrt mit dem Herrn Strunz, Profi-Chauffeur aus der Schweiz, hier in Brasilien. Demnächst. Unbedingt inbuchen. Demnächst machen wir Filialen auf da. Und wenn Sie mal möchten, das Gefühl haben, wie das ist in der Nähe von einem Herzinfarkt, sowieso zu empfehlen. Okay, vielleicht müsstest du auch noch aufs Display schauen, wenn du filmst. Oder einfach irgendwo hinheben. Ich habe dich gefilmt, ich weiss, das ist überflüssiges Filmmaterial, aber... Ich kann es auch wieder löschen. Jetzt auch die Straße fotografieren, sehr interessant. Er darf 40 fahren und der Einzige, der sich an die Geschwindigkeit hält, ist der Herr Stolz. Vielleicht hat das Dorf auch noch ein Dorf. Da sind wir also jetzt in dem deutschen Dorf. Ursprünglich deutschen Dorf, wo deutsche Einwanderer sind vor ein paar hundert Jahren. Das Dorf, das abgesperrt ist gegenüber dem restlichen Brasilien. Man spricht Deutsch hier. Unter anderem. Das kleine Häuschen. Achtung, Schwelle. Eine Schwelle! Das sieht so aus, weißt du, wie ein Fallerhäuschen mit einem Modell in so einem. Ich weiß nicht, was da jetzt so speziell sein soll, aber für Kunden. Es hat ein Zentrum. Achtung. Leck mich noch mal durch die Autos, die hat. Eine Schwelle! Die Erfindung ist sogar in das Tal hintergekommen. Der Schwellenrudi war auch da zu Besuch. Genau. Oh, eine Kolonne. Was gibt es da gratis? Das ist los. Nein, da zahlen die Rechnungen ein. Aha. In der Lotterie kannst du Rechnungen einzahlen. Weißt? Das ist der Strom und alles. Und da stehen immer Kolonnen. Und für uns Eltern, also das heisst ab 65, haben die einen speziellen Zugang, der kann der Kolonne vorbeigehen und gerade direkt ins Alter gehen. Das ist das Schöne in Brasilien, wo auch an die alten Leute gedacht wird. Hat das ein historisches Museum, wenn ihr wollt. Aber es ist aber... Ja. Eine Cidade, ne?
Ich fahre fahr jetzt erst mal eine Runde und dann wissen wir, wo ich bin, oder? Schwierig da. Parkplatz da. Da ist Kiel, das Zentrum. Wir haben hier jetzt Herr Robi Michel aus der Schweiz. Er gibt jetzt gerade einen Kommentar zum blauen Fels, wo weder blau noch grün scheint. Was haben Sie dazu zu sagen? Gar nichts. Gar nicht. Man kann auch den Zuckerhut als Vorbild nehmen, da müssen wir gar nicht daherkommen. Okay, ich zeige Ihnen das mal. Da ist der Zuckerhut von hinten. Wie sieht er denn aus von vorne? Von vorne hat er ein Bändli. Jetzt laufe ich unter den Boden. Ja, sie wollte ein bisschen die Gegend anschauen. Ist noch nie da gewesen. Du, Action! Tschüss! Jetzt kommt dann noch etwas Pittoreskes da. Jetzt hat die nämlich richtig drauf. Du musst aber vorne raus schauen. Jetzt kommt das Eingangstor. Jurassic Park. Noch Hunde filmen. Uff, uff. Schön, oder? Ist das nicht?
da links abbiegen, das ist der Rössli da auf den Berg rauf. Auf den Bremshocken da vorne. Achtung, drücken. Ja, da läuft. Jetzt kommt es. Achtung. Film läuft. Jetzt kommt er. Jetzt kommt noch ein zweiter. Und das alles bei doppelter Sicherheitslinie. Dritter. Vierter. Und dazu noch zu sagen, Höchstgeschwindigkeit ist 80 da. Jetzt kommt der VW-Bus auch noch. Dann sind wir allein. Und der kann gar nicht beschleunigen. Warum der so langsam fährt, weiss man nicht. Oder? Jetzt gehen wir hier noch. So, jetzt sind wir fast rasermäßig, haben wir überholt. Es ist nur 60. Jetzt ist nur noch 60. Und die Radarkontrolle kommt jetzt auch. Ich muss dazu auch sagen, da ist die Radarkontrolle wird immer gewarnt voran. Es gibt keine versteckten Kameras. Jetzt kommen wir vorbei bei diesen zwei Kameras, wieder eine Seite, links und rechts eine Zeine. Und zwar sind die immer dort angebracht, wo Ausfahrten sind oder Einfahrten. Also wirklich Orte, die einfach gefährlich sind. Und da halten sich darum auch alle Autofahrer dann wirklich dran. Dort, wo die Kameras kommen, sind fahren sie wirklich mit der fortschreitenden Geschwindigkeit. Aber nachher geht es wieder voll. Jetzt bin alt und Bernd Stulz hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich nicht nur die Straße fotografiere, sondern auch ein bisschen Landschaft. Ich werde jetzt die Kamera schwenken in die Berge rauf. Ihr seht also da grün, Achtung, grün, grün. Jetzt wird es rot. Achtung. Was wird rot? Oh, wie wird was? Immer röter. Ach so, ja gut. Das ist die braune Erde, die er für rot anschaut. Da. Aber, toll. Tolle Gegend hier. Kann man hier auch zu Abend essen. Wunderbar, wunderbare Gegend, wunderbare Gegend. Kahl wie sonst nichts. Das ist jetzt einfach kahles Grün. Im Gott hat es einfach kahle Steine umeinander. Das ist der gleiche Scheiss. Bitte keine negativen Kommentare auf dem Video. Was wir jetzt links und rechts von der Straße sehen, sind Bananenstuden oder Bananenbäume. Leider sehen wir keine frische, das sind alle grün. Sonst hätten wir jetzt ein paar geklaut. Das Blau ist, ja. Hat es eine Stunde drin. Also unglaublich grosse Bananenfelder hier. Manöver. Das war schön, so im Dieselrauch innen. Ja, ja. Bombardieri. Der Wald brennt. Oh, da, das Wald brennt. Da, da oben. Das Boot ja, das brennt. Oh, da. Ja, nein, das ist ein Unfall, was meinst du? Was meine ich? Das sind die Unfälle. Das sind die Unfälle. Ich hoffe es ja. Das sind die Unfälle. Sag, wenn es klopft, dann klopft es. Er ist aber auch tot. Ich sehe das Führerhaus. Ja, ja. Aber wahrscheinlich hat das Board noch gebrannt. Ja, nachher, das ist, ja, dort ist ja Baustelle, weißt du? Darum ist die Feuerwehr dort. Ja, aber das ist ja, ja, aber die Feuerwehr ist wirklich bei Unfall auch. Das ist ja Baustelle dort. Ja, aber wenn der Lastwagen gerade Unfall brennt, dann brennt da gerade das Board, oder? Darum ist es so schwarz gewesen. Man nichts gesehen. Das ist, und da hat es nicht einmal besichtigt. Oh, 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 ja, da haben wir. Keine Linie sieht man mehr zwischendurch, keine Sicherheitslinie mehr. Es ist also kein Vergnügen, hier zu fahren. Zu Nacht dabei, zu Nacht. Es ist 6 Uhr am Abend. Das muss man sagen, oder? Das ist, ja, das ist ja noch, vielleicht noch wichtig. Also, und so wird es in Brasilien vor allem das ganze Jahr. Es ist immer zwischen 5:30 und 6 Uhr selbst schwarz. Dafür natürlich am Morgen um 4 Uhr wieder Tag hell. Darum hat der Stuhl.
Egal, der berühmteste Sänger kann kommen, egal was, ist am 12. ist Nachtruhe in Victoria. Das ist vielleicht auch ein Festhalter, wir sind ja immer noch etwa gut 200 Kilometer weg von Victoria. Also es steht noch recht etwas bevor. Jetzt kommen wir dann in die deutsche Hauptstadt, Dominos Martins.